Neues Video, neues Glück, die Niki zurück und wieder mit einer Champi-Folge. Diesmal mit dem Paint. Endlich mal habe ich Zeit, mit dem Paint auch mein Champi-Video aufzunehmen. Bin schon öfters jetzt kein Champi mehr geritten wegen zeitlichen Sachen, aber ich denke mal, das sollte ich noch hinkriegen. Allgemein auch mit dem Paint bin ich übelst zufrieden. Also ich dachte nie, dass ich so ein Fan von diesem Paint werden könnte. Also auch von der Wendigkeit, der Geschwindigkeit her, vom Leveln, die ganze Art vom Paint. Das Set passt auch so wunderschön drauf, das Druiden-Set, was ich über alles liebe. Also ich bin echt zufrieden. Mal auf geht's ins Champi. Und ich habe auch endlich mal daran gedacht, die blöde Musik auszumachen, damit ich meine Witzige wieder dran schalten kann. So, dann gucken wir mal, wie weit und wie schnell, ob wir nicht gleich irgendwo hängen bleiben. Im Paint vorankommen. Am Abend habe ich noch ein paar Pinter gemacht, bin kläglich gescheitert, nachdem ich durch die Luft katapultiert wurde und hängen geblieben bin. Habe ich wieder einen halben Anfall bekommen. Aber nur einen halben. Also mir ist aufgefallen, auf der komplett geraden Strecke, ohne irgendwie Springen und irgendwelchen Wendungen, kann das Paint gut mit den Pintos mithalten. Aber da es kaum ein Champi gibt, wo man nur geradeaus reitet und nicht springt, ist natürlich der Pinto immer noch im Vorteil. Und da werde ich nicht lang gehen. Ich kenne nämlich mein Glück. Aber es frustriert schon ein bisschen, wenn man die ganzen Paints immer sieht. Ich bin immer froh, wenn ich mal Generation 2 oder 3er Pferd vorne sehe. Und ja, deswegen zähle ich fast die Pintos schon irgendwann nicht mehr mit bei der Platzierung. Denke ich mir immer so, ja, wenn man den ganzen Pintos jetzt wegnimmt, dann wäre ich der und der Platz. Nee, ich finde es schon klasse, wenn dann irgendein Generation 3 oder 2 Pferd vorne ist. Ich bin für mehr Generation 3er Pferde im Champi. Weil Pinto einfach irgendwann langweilig wird. Aber das hat man ja auf jedem Server, da kommt man nicht drum herum. Deswegen. Bis irgendwann das nächste Champi-Pferd kommt. Und dann reiten alle mit dem. Gott, wo kommt's hier denn her? Mit dem Pferd dann hier an. Achso, dies macht gar nicht das Champi mit. Ah! Nee, die macht das Champi gar nicht mit. Das war gerade voll die Verwirrung. Also, was für eine Abkürzung hat die denn jetzt genommen? Und guck mal, Platz. Ja. Also, ich muss sagen, für das Paint nicht schlecht, ne? Und wenn man jetzt die ganzen Pintos wieder abzieht, Platz 1. Ah. Aber ich bin mit der Platzierung vom heutigen Champi-Stand echt zu. Ja, ich bin bei dem einen Hindernis ein bisschen zu leben geblieben. Und die eine Abkürzung, die traue ich mir immer noch nicht zu. Also, die müsste ich ein paar Mal testen. Aber ich springe halt nicht gerne in irgendwelche Sachen rein, wo ich nicht sehen kann, wo ich lande. So. Herzlichen Glückwunsch an Cora, Rowan, Jasmin, meine Wenigkeit, Jessica, Johanna, Kaiko, Kelly. Oh, Shiloh. Es gibt immer mehr Namen, die mega geil sind und die ich nicht kenne. Aber ich habe auch schon mal eine Niki gesehen mit 2K. Nein, mein Spitzname wird nicht mit 2K geschrieben. Auch nicht mit CK, sondern einfach Niki. Aber ich habe auch schon eine Niki gesehen. Dachte mir so, fuck. Wieso gab es den Namen nicht damals schon für mich? Dann habe ich nachgeguckt. Nee, den Namen konnte ich gar nicht nehmen. Irgendwie, den Namen gibt es auch jetzt immer noch nicht. Weiß nicht, ob der mal rübergeschwappt ist, weil irgendwer vom englischen Server mal rübergegangen ist oder was weiß ich. Aber der Name existiert anscheinend nicht hier bei uns. War einfach eine Spielerin mit dem Namen Niki, aber sad life. Tommy. Kimi, Leni, Maya, Maria. Und die Tamala, herzlichen Glückwunsch. Und hier mein täglich Brot gefüllt. Ja, ihr Lieben, könnt ihr mal schreiben, habt ihr auch irgendwie gute Erfahrungen mit dem Paint and Champis schon gemacht? Also ich bin so 100% zufrieden. Also ich hätte niemals gedacht, dass die Rasse mich so flasht. Weil ich ja eigentlich mehr der Schimmel-Fan bin und alles, was so Schimmelrassen sind, mehr, aber mehr so die Barockrassen, nicht so ein Riesenfan von. Aber das Paint, gleicht sich auch vielleicht so auf meine Favorite-Liste. Wir sehen uns dann zu einem nächsten Video wieder. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.